Menschen sich mal mehr an ihren gemessenen Daten orientieren, birgt es aber auch Risiken. So besteht zum Beispiel die Gefahr, dass Versicherungen oder auch im Arbeitsleben Menschen mit Beeinträchtigungen zunehmend diskriminiert werden. Das Gesetz über den Datenschutz muss die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer stärken. Zudem müssen zukünftige Studien zeigen, wie Apps und Tracker besser ins Gesundheitssystem integriert werden können, sodass sie eben ihre gesundheitsfördernde und präventive Wirkung entfalten können.